Einen wunderschönen guten Tag zum Dakadaka TV mit dem nächsten Battle Report aus dem Keller des Frustes. Und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast neben mir. Und zwar ist es heute die nächste Kooperation hier unter Channels aus dem Ruhrgebiet. Und neben mir steht der Domme von Tabletop Beast. Hallo. Hallo, vielen Dank für deine Einladung heute. Ich freue mich natürlich heute in deinem Keller des Lustes zu sein. Und des Frustes. Hier hat man nur noch, hier hat man keine Lust. Ne? Hier ist das Gegenteil der Fall. Hier sind wir alle nur traurig. Ne? Und haben Frust. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber er wurde so getauft. Ja. Wenn ihr da draußen nochmal einen tolleren Namen dafür habt, dann. Ich wäre ja für Sanctum. Das ist so Space Marine, ich weiß. Sanctum ist auch geil. Du spielst ja auch ziemlich viele Space Marines. Ist aufgefallen, okay, ja. Ja, wir machen heute einen coolen Battle Report hier und wir sind top aktuell. Ne? Vor euch seht ihr 2000 Punkte Blood Angels. Gestern Abend ist die Box gekommen. Ne? Hast du, ich habe sie dir oben gezeigt. Ja, ich habe den Codex rausgeholt, noch nichts mitgemacht, aber den Codex habe ich studiert und habe über die Punkte gestaunt. Wir spielen natürlich Codex-Punkte heute, es gibt keine anderen Punkte. Da werden wir auch noch lange drauf warten, weil der muss erstmal, das ist ja der Special Edition Codex. Ja. Und GW hat ja in dieser Roadmap gesagt, ja, kommt dieses Jahr noch raus. Das heißt, kann jetzt im Oktober oder so oder November kommt der richtige Codex raus. Also und dann kriegen wir erst Punkte. Also quasi genauso wie bei dem Tau, du hattest diese richtig, coole Box bekommen, genau. Und dann durftest du damit zwar eigentlich so nicht so wirklich spielen, aber er war schon da und eineinhalb Monate später kam dann... Genau, also die richtigen Fans von den Blood Angels, die sich jetzt extra die Box gekauft haben, ja, sind eigentlich dann die Traurigen, weil die erstmal mit diesen falschen Punktkosten spielen oder so. Ne? Aber ist auch egal. 2000 Punkte haben wir uns heute drauf geeinigt und ich fange vorne an. Ich spiele das erste Detachment. Vorher hieß es Söhne des Sanguinius, jetzt ist es die Liberator Assault Force. Genau, die Liberator Angriffstruppe auf Deutsch. Das ist nicht ganz das Index-Detachment, da hat sich ein bisschen was verändert. Die Enhancements, die sind jetzt auch teilweise auf andere verteilt, auf andere Detachments, ein paar dazugekommen. Die Strategems haben sich ein bisschen verändert. Strategems sind sehr geil, sehr thematisch. Man kann immer sagen, okay, zum Beispiel ein Strategem, ich habe Lanze und Lethal Hits. Das war früher in einem Strategem für 1 CP. Jetzt kann ich sagen, 1 CP, mache ich mir Lanze an. Aber wenn ich die Lethal Hits dazu mache, muss ich mich dem roten Durst hingeben. Dann bin ich gebattleshockt. Oh. Bekomme aber die zweite Fähigkeit. Das geht dann halt bei den anderen Strategies auch noch so durch. Richtig geil. Ja, geil, der rote Durst. Ne? Gut, und immerhin ist der Bruder vom Horus heute da, der unseren Primarchen erschlagen hat. Deswegen sind wir heute besonders angespornt. Ja. Angeführt wird die Truppe von keinem Geringeren als Commander Dante. Ich sag's immer wieder gerne, dem Lord Regenten der halben Galaxis. Gülliman hat ihn zum halben, zum Statthalter des Imperium Nihilus ernannt. Also alles, was hinter dem Rift ist, das macht er. Das wusste ich gar nicht. Macht er. Ne? Er ist da der Chef, sozusagen. Oh. Ne? Und das kein geringer, also er hat alte Schultern, er ist ja einer der ältesten Space Marines, über 1000 Jahre alt, und hat. Aber er buckelt das macht er. Ja? Ohne zu murren, guter Typ, fette Axt, fette Pistole, macht eine Einheit ein bisschen schneller, plus einen auf Charge und Vorrücken und so. Ist richtig, richtig guter Junge. Dann habe ich dabei, ich habe noch das alte Modell, du hast es vielleicht schon gesehen, Skripta Magister Mephiston. Ne? Ich habe den heute extra aufgelegt, weil der sehr lustig ist. Ne? Ich will den heute mal testen. Da steht er übrigens, er ist relativ klein, aber das alte Modell habe ich früher auch schon cool gefunden. Deswegen habe ich den heute ist dabei. Ist der noch aus Zinn? Der ist noch aus Zinn, natürlich. Oder? Ja. Ja, ist er. Ja. Der ist geil. Der ist Lone-Op. Was? Der ist Lone-Op. Oh. Ne? Der hat eine 2er Hose, er hat Stärke 9, W3 Schaden im Nahkampf, er hat Fight First. Er hat einen Vierer und einen Vierer für Lupe. Weil er einfach ein Tier ist. Ne? Das heißt, er springt rum, nervt und du kriegst ihn sehr schwer tot. Ja, mit Movos, okay, habe ich immer noch 4 Plus gegen. Ja. Dann habe ich einen Ordenspriester mit Sprungmodul, neu bemalt hier.
Der hat das Zeichen, nee, das Zeichen des Engels habe ich nicht mehr dabei. Da habe ich nochmal rausgestrichen. Dann habe ich hier einen Captain mit Sprungmodul. Guck mal, was der für eine kleine Base hat. So alt ist der schon. Ich muss den mal neu machen. der geht gleich in einmal von den 2x5 Sword Intercessors mit Jump Pack rein. Ja. Sind das die normalen? Das sind die normalen. Das sind also, ne, das ist Taurus Kompanie und das sind die normalen sozusagen. Genau. Dann habe ich ein Blood Angel Captain dabei. Auch hier, den habe ich heute mal durch so eine, durch so einen Typen von der Sanguinischen Garde. Da brauche ich ja sowieso nicht mehr so viel von. Sind ja keine 10er Trupps mehr, sondern nur noch maximal 6er. Also er hat kein Jump Pack oder so. Ne? Der ist zu Fuß. Der hat ein Enhancement bekommen von Wut getrieben. Kann er einmal im Spiel anmachen, bekommt dann Sustained Hits 3. Wahnsinn. 3. Ne? In Worten, in Zahlen 3. Das mit Trefferwürf wiederholen durch Oath of Mount ist schon nice. Ne? Genau. Dann habe ich noch einen sanguinischen Priester dabei, der steht dahinter, der hat auch kein Jump Pack mehr, obwohl ich da noch ein Rückmodul habe, weil früher hat man den nur so gespielt, jetzt darf er gar kein Jump Pack mehr haben. Der hat noch einen Enhancement dabei. Und zwar die Schnelligkeit des Primarchen. Ne? Sanguinius war ja ein schneller Typ. Ne? Das kann ich einmal im Spiel in der Nahkampfphase anmachen. Die ganze Einheit fight first. Oh. Bam. Einmal im Spiel. Aber böse. Ne? Kostet 30 Punkte für einmal im Spiel. Ne? Aber ist natürlich, wie gesagt, eine starke Nummer. Ne? Dann habe ich 5 Infiltrators dabei. Ich habe einmal 5 Scouts dabei. Ich habe noch einmal 5 Assault Intercessors dabei. Die 10 habe ich quasi gerade schon benannt. Dann habe ich eine 10er Todeskompanie dabei. Und da ich noch nicht die richtigen Waffen habe, weil das sind ja alte Modelle, kriegen wir es trotzdem hin. Ich habe hier so ein paar alte Metallklumpen dabei. Die haben kein Kettenschwert. Hier 1, 2 und 3, die haben E-Fäuste. Mhm. Und die mit den E-Hämmern, die haben diese zweihändigen Kettenschwerter dabei. Ja. So, genau. Und alle anderen haben Kettenschwert. Genau, dann bin ich schon fast fertig. Dann habe ich noch eine großen Sechser sanguinische Garde. Da geht gleich Dante rein, ganz klar. Auch mit Banner und so. Ne? Die haben Schwerter. Und dann habe ich noch 2x3 sanguinische Gardisten dabei. Die haben Speere. So, richtig geil. Ne? 2000 Punkte, Blood Angel Goodness. Und als nächstes gucken wir uns was an, was der Dominik mitgebracht hat. Du hast hier nichts anderes als die Death Guard mitgebracht. Natürlich, also es ist meine Lieblingsarmee. Ich kenne dich auch von der Death Guard. Wir haben schon mal ein Turnier gegeneinander gespielt. Ja. Vor Jahren. Vor, ich glaube ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, kurz danach. Death Guard ist meine erste Armee, es ist meine Lieblingsarmee. Ich spiele sie immer wieder gerne. Deswegen habe ich sie heute mitgebracht. Und du hast eine ziemlich nahkampflastige Armee dabei. Und ich habe meine Armee auch so ziemlich nahkampflastig, aber ich glaube, ich will da nicht gegen spielen. Also ich habe niemanden gegen das dabei, als meinen Primarchen, und zwar Mortarion. Das ist auch gleichzeitig mein Warlord. Den müssen wir heute zu Fall bringen. Der Primarch, der Horus gefolgt ist, ist definitiv unser zweitgrößter Feind. Dann habe ich einen Dämonenprinzen zu Fuß dabei. Der hat ein Enhancement dabei, die Living Plate. Und das vergrößert seine Aura um 3 Zoll. Das ist ziemlich stark, weil er in seiner Aura einen 6er Painwurf gibt. Und deswegen habe ich auch mir gedacht, ich nehme keine Minus dabei, weil wenn ich einen Dämonenprinz einfach in die Mitte stelle, dann funktioniert das schon irgendwie. Ist schon ähnlich. Ist schon ähnlich. Dann habe ich 2 voll Blightspawns dabei, weil die einfach den Trupp, den sie anführen, einen Fight First geben. Mhm. Muss man haben. Dann habe ich noch einen Lord of Contagion dabei. Dann habe ich einen Lord of Virulence dabei. Dann habe ich einmal Tailyman dabei, um der halt zu CP. Dann habe ich einen 7er Trupp Plague Marines, 2 10er Trupp Plague Marines mit allen möglichen Nahkampfwaffen, die man den ausrüsten kann. Dann habe ich einen Trupp Terminatoren. Und dann habe ich noch 3 Death Shrouds dabei, einfach weil es Mutarots Leibwache sind. Natürlich. Die muss man dabei haben. 2 Plague Burst Cola.
Einfach weil ich mag die Modelle auch einfach. Man, ja. Auch wenn die mittlerweile. Die Seuchenmörser-Raupe. Und dann habe ich noch 10 Proxwalker dabei. Einfach nur, weil man braucht einfach ein paar Zombies, wenn man mit der Fall aussieht. Ja, definitiv. Also besonders die Ghoul-Zombies, das sind die richtigen. Ja, sehr schön. Beide konnten ziemlich gut kämpfen. Wir haben von ganz gefährlichen Fähigkeit oder Sonderregelkombination gehört. Genau, also beide haben hier und da Fight First. Das ist natürlich böse. Ne? Sind wir ehrlich. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und eine Mission habe ich auch schon aufgelegt. Die ist cool und die gucken wir uns als nächstes an. Ja. Wir spielen heute Suchen und Zerstören, die Spielfeldviertel mit dem Ring der Lust. Das Zentrum ist eine ganz einfache Mission. Wenn du deinen Homebase-Marker hältst, sind die in der Mitte in Niemalsland mehr wert und wir sind noch die getreuen Krieger. Linientruppen dürfen Aktionen ausführen, auch wenn sie vorgerückt sind. Ne? Dachte ich für uns beide ganz cool, du hast ja auch Plague Marines dabei. Das spielen wir auf einer coolen Stadtkampfplatte, ohne Lappen der Lust, aber so ähnlich. Ne? Wir zählen die, sag schnell, die Platten hier genauso als Lappen. Das heißt, es ist bis hier obscured. Ja. Das sind Wände, durch Wände kann man nicht durchgehen, da muss man immer außen rum oder fliegende Modelle oben rum und hier das Gestrüpp, das ist für schön. Ne? Gut, hier würde ich sagen, das ist auch wirklich ein Container. Ne? Mhm. Da hinten auch Container, also kann man draufstehen, muss man auch hochgehen, aber man kann jetzt nicht so da durchgehen, ne? Weil wir sind ja nicht körperlos. Gut, alles andere sind Ruinen, ne? Und unten ist zu. Ja. Würde ich sagen, dann bauen wir auf und sehen uns gleich wieder. Haben aufgebaut und zwar bin ich auf diese Seite hier gegangen, einmal Scouts hier vorne hingestellt, Taurus-Kompanie auf der Flanke, Assault Intercessors zweimal in der Mitte, die große Garde mit Dante habe ich hier in der zweiten Reihe hingestellt, die kleine nach vorne, Infiltrators natürlich in Deckung auf dem Marker wegen indirekten Beschuss, müssen wir aufpassen heute. Dann habe ich hier einmal die kleine Einheit des Assault Intercessors mit dem Captain hingestellt. Du im Schock, einmal Garde und einmal sollte das heißt, also mit Jump Pack ohne ein Charaktermodell. Ja, ich habe nämlich Pulk in der Mitte. Habe ich halt einfach, wir haben uns vorher auf 1000 Punkte geeinigt, deswegen habe ich später einfach noch ein paar Einheiten dazu genommen. habe ich halt, also meine Grundidee auf 1500 Punkte war, dass ich den Dämonenprinz mit der Plague, damit ich halt diese größere Plague habe, in die Mitte stelle, damit alles in der Mitte halt diesen Painwurf habe und alles Fight First. Mein Gott. Und weil das Gameplay spielt hauptsächlich in der Mitte ab, das dachte ich mir so, und ich kann halt einen 10er-Druck, kannst du auch lang machen, kannst du kurz machen, so dass ich halt ziemlich die Mitte halte, das ist so mein Hintergedanke da. Deswegen steht hier alles in der Mitte, was so cool ist. Hier außen steht Taliban mit einem etwas größeren Trupp, um die linke Flanke zu sichern. Hinten sind zwei Plague Boss Crawler, hinten auf dem Marker sind meine Proxwalker und tanzen ein bisschen um den Marker hinten rum. Und hier steht Mortarion, er ist halt einfach noch dabei geworden, er war gar nicht Teil dieser Liste, aber er ist aber halt auch dabei. Der macht sie auch nicht schlechter, glaube ich. Ne? Er ist ja immer in der Primarch. Ne? Ja. Gut, du hast auch was im Schock, deine Terminatoren sind im Schock, ja, genau. Beide Einheiten. Und ich würde sagen, man muss immer einen Würfel werfen, um zu gucken, wer anfängt. Ich würde das jetzt gerne mal machen. Wo ist er denn? Ich hatte ihn doch vorhin in der Hand. Ich nehme deinen Würfel. Du hast mir nämlich noch einen Würfel geschenkt, beziehungsweise das ist vom Henning, genau. So, eine 3. Eine 4. Ich glaube, ich bin da fein mit. Ich wünsche dir ein gutes Spiel und viel Erfolg und Turn 1. Deskart. Die erste Runde der Deskart beginnt. Du hast nur ein CP bekommen, dein Tellyman, der hat das nicht hingekriegt. Ja, ne? Genau, der hatte noch keine Lust so wirklich, aber vielleicht kommt das ja noch gleich. Ich habe da vollstes Vertrauen in ihn. Wir spielen beide mit Kartenziehen. Ich habe einmal die Abriegelung gezogen. Sehr gut. Und einmal an allen Fronten. Hervorragend. Ja. Kombinationstechnisch ganz gut im Search and Destroy. Ne? Genau. Du bist hier einfach aus der Ausstellungszone gegangen. Ja. Machst die Abriegelung. Ja. Und Engage. Ja. Und Morty macht das auf der Seite. Bam. Wahnsinn, ne? Oder? 8 Punkte in der Haus, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ne? Geil, so kann man nur anfangen. Ja, deine erste Runde, oder? Und da wollen wir noch ein bisschen schießen. Genau.
hier, wenn wir das hier so, weiß ich nicht, ob ich da auf die Base komme. Also von der Reichweite? Ja, genau. Knapp nicht. Knapp nicht, ne? Ne. Dann bekommst du da halt einmal halt nur hier vorne das Maschinengewehr ab. Darf ich einmal deinen Lappen? Natürlich, der Lappen der Lust kommt geflogen. Das ist wieder Lust, nicht Frust. Ne? Der ja. Lappen der Lust. Ich sehe dich, das heißt. Zwei auf die drei. Stück. Wir schon vier. Das heißt auf die drei. Zweimal minus. Hat der das Maschinengewehr minus eins? Weißt du das auswendig? Ich nehme den in Deckung, dann habe ich eine Zweierhose. Ja. Beide bestanden. Dann bekommst du noch eine, einmal Mörser. Mhm. Für 5. Hast du, bist du 5 Mann? Nein, 3. Schade. Das sind nur 2 Treffer. Der musst du erst mal warm schießen. Auf die 2. 2 Stück, minus 1, also... Beides safe. Dann schießt der junge Herr hier einmal auf deine Scouts. Mit dem Mörser und ja. Sonst hast du nichts zur Reichweite, ne? Nee. Genau. Da bin ich aber 5 Mann. Da bist du auf 5, das heißt, ich habe 6. Da treffe ich dich aber leider nur auf die 4. Wahnsinn. 2 Liesel-Hits. Liesel-Hits kommen auch noch. Ja, das gehabt, ne? Die haben das ja. Ganz viel, ne? 4 Wunden. 4 Stück. Minus? Minus 1, so schießt in Deckung, also minus 6. Aber warte mal. Indirekt schießen ist ja schon der Deckungsbonus, oder? Mhm. Nicht? Okay. Sind aber 2 tot dann. Mhm. Plop, plop. First Blood. Jetzt sind die Blood Angels angefixt, ne? Wenn sie Blut riechen. Ne? Oh. Ja, dann war das meine erste Runde und ich bin gespannt, was du in deiner ersten Runde so machst. Ja, 8 Punkte sind schon mal nicht schlecht, Dominik, ne? Aber jetzt ja. Ziehe ich natürlich auch apokalyptische Karten. So, meine erste Runde, House of Mormont, vergebe ich, kann ich vergeben, weil du kannst dich ja jetzt rausbewegen, sag ich mal so. Ich muss den Primarchen nehmen. Der Primarch ist einfach House of Mormont, obwohl es mir diese Runde nichts bringt. Ich werde nicht einen Würfel werfen, ich habe mich ein bisschen in Stellung gebracht. Mhm. Salt Intercessors sind hinten an den Marker geflogen, die kleine sanguinische Garde hinter die Mauer. Hier hat sich alles ein bisschen nach vorne bewegt, hier nach vorne gerannt, 1 Zoll, um das Niemandsland zu sichern. Genauso wie die Scouts, die Todeskompanie ist ein bisschen vorgerückt. Spielrunde vorbei. Damit, ne? Ich mache das Niemandsland sichern für 5 Punkte und vernichtet es. Ist jetzt mein dritter CP. Dann bist du schon wieder dran. Turn 2 Death Guard. Zweite Runde beginnt. Was hast du für Karten gezogen? Ich habe einmal die gezielte Tötung gezogen und das Materialbergen. Und niemand Geringeres als Motarion wird Materialbergen machen. Wahnsinn, was der hier macht. Und das macht er solidest. Ja. Also ich habe ja vor dem Spiel nicht so gut über ihn gesprochen. Aber heute performt er wirklich gut. Also war gut, genau, dann machen deine Proxwarfer das auch noch. Hier hast du dich einzeln von der Wand weggestellt, dass ich nicht chargen kann. Genau. Hier bist du vorgerückt. Hier bist du vorgerückt, weil du hast sonst auch sowieso nichts in der Reichweite. Ja. Deine Plaguebrows Caller können gleich schießen. Und da hinten bist du geschockt mit deinem Death Shroud. Genau. Weil da habe ich einen Charakter drin. Ja, und die versuchen gleich die gezielte Tötung. Und ich vertraue denen, dass sie gleich den, wahrscheinlich wird es einen Elber Charge schaffen. Der Lappen der Lustkopf geflogen. Spiel auf. Wo fängst du an? Wir fangen an mit diesem Blackbow's Caller. Er schießt alles, was er hat, in die Scouts rein. Darfst du machen. Drei Schuss mit dem. Mit der vorderen Waffe. Mit dem Maschinengewehr. Das sind bestimmt 3 Wunden. Minus 1. Für einen Schaden. 5er Schlüppi. Ja. Einer tot. Blup. Dann haben wir 2 Entropiekanonen. Davon trifft eine. Dann wird der nächste sterben. Tut auch. Dann haben wir noch einen Mörser. Oder hat die minus 2 nur noch? Entropie, ich glaube. Ich sag's dir sofort. Also, wenn ich keine 6er schaffe, ist eh egal. Ist ja auch dann eine Lanze, ne? Minus 3. Minus 3, dann habe ich genau keinen Rüstungswurf. So. So. Alles gut. Also dann hast du noch den Mörser für den letzten. Genau. Das ist schon mal ein Liesel. Auf die 2.
Das sind genau 3 Stück minus 1. Ah, der ist genau tot. Will ich das? Mörser macht 2 Schaden. Ja, ja, der hat ja 2 Leben, ne? Ja. Ich der natürlich jetzt gleich den Battleshock schaffe, dann score ich ja 5 Punkte. Ja. Ne? CP-Disziplin, nein, er ist tot. CP-Disziplin. Okay. Richtig. Achso, ich wollte noch Rapid Ingressen, Dominik. Ja. Wenn ich das noch machen darf. Natürlich. Für ein Kommandopunkt. Ja. Kommen hier meine Jungs runter. So auf 9. Irgendwo hier. Stelle ich gleich noch richtig hin. So. Gut. Schieß weiter. Ja. Dann habe ich natürlich einen 2 Play Plus Caller. Und er schießt alle also hat diese Unit hier. Hat der, haben die im Beschuss die Death Shrouds DS? Was, vielleicht der Virulenz mit... Virulenz hat minus 1 tatsächlich und die anderen haben... Minus 1 und Deckung ignorieren? Ja, beide haben Deckung ignorieren. Beide haben Deckung ignorieren. Aber die einen machen, also die Death Shrouds machen minus 0 und er macht dann minus 1. Und einen Schaden. Die Dashots machen einen Schaden und der Lord of Virulence macht auch einen. Alles klar. Dann mache ich hier für meine Assaulted Assessors einfach mal Armor auf Content an. Ja. Wir haben es ja. Nicht. 3 Schuss. Kein Treffer. Dann haben wir 2 Entropiekanonen. Ein Treffer. Auf die 2. Einmal minus 3. Minus 2, also auf die 5. Klasse. Ist die 5. Das sind deine Würfel, Dominik, ne? Ja. Dann haben wir... 9 Schuss wahrscheinlich. 9 Schuss. Die sind auch alle handgebohrt. Ich habe das gelernt. Ach so. Boah, so viel Mühe machst du dir? Ja. Ja, ich habe ja dafür so einen Schimpansen. So einen Würfelschimpansen. Der würfelt nicht nur, sondern der bohrt auch. Wahnsinn. Siehst du, manchmal klappt das. Aber manchmal klappt das auch nicht. Ja, das sind 5 Stück mit minus 1, minus nichts. 3 Hose. Ja. Der war natürlich doof, ne? Drei weg. Gut, Arm auf Content war da jetzt eigentlich auch wieder egal. Was soll man machen? Obwohl, hättest du Arm auf Content nicht gezündet, wären die jetzt weg. Wäre noch einer weg. Ja. Gut. Dann haben wir noch einen Lord of Virulence. Der macht D6. Dort hinten, genau. Für 4. Twinlinked. Muss man haben heutzutage. Was hat er denn für eine Stärke? Das hat tatsächlich nur Stärke 5, aber Anti-Infanterie 2 plus. Achso, da sind es 4 Wunden, ne? Ja, 4 Stück. Gut. Minus 1. 4 auf Schlibbi. 1 Lebenspunkt. Ja. Gut. Da haben wir noch. Von einem so davor, ich sehe gar nicht, was ich will, mich da das gebe. Aber also, du kannst ja hinterher auch so. Genau. Die anderen. Das sind 11 Schuss. Das sind nur auf die 4. Stimmt, meine Stärke 4, ist gut. Aber der Lord of Violence gibt der Unit kompletten Wund-Revolve. Muss er haben. Muss er haben, definitiv. Oh, da sind 9. Ja. Aber minus nix. Minus nix. Ja. Das ist trotzdem viel. Das sind 4 durch. Ja. Gut, dann entferne ich mal die Modelle, weil ist ja für den Charge gleich ganz wichtig. Ja. Ne? So, dann geht's weiter. Ich glaube, mit Schießen bist du durch. Genau. Mit Schießen bin ich tatsächlich durch. Das heißt, ich würde mit denen halt angreifen und du hast einen Zoll mehr. Ja. Haben wir gerade gemessen. Ne? Viel Erfolg. Ist nur eine 10. Muss man gar keine Angst vor haben. Nee. Weißt du was? Ich nehme mal die Daka-Daka-Würfel. Die schaffen das. Besser ist das. Siehste, es ist einfach immer die Demütigung meiner Würfel. Da kommen wir in der Charge-Phase wieder.
So, wir haben mal ganz kurz gerechnet, und ich habe kurz gerechnet, Arm auf Contempt für 3 Mannequins lohnt sich nicht wirklich bei so vielen Attacken, die da durchkommen. Hau rein. Ja. Auf die 2. Das sind 2 raus. Was ist der Schnitt? 2 Sechsen und 2 Einsen, das ist der Schnitt. Ja. Aber tatsächlich auf die 2. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das müssten dann 10 sein, ne? 10 Stück, genau. Ja, auf die 4er Hose. Ja. Ich mach's mal in 3er Schritten. Wir zeigen mal so, wie's man machen, wie man es machen muss, ne? Ja. So. Alles safe? Ja. dann ist der erste tot. Da sind noch 2 da. Da ist noch einer lebt noch. Dann ist der letzte tot und der geht jetzt auf den Chef, der hat einen 4er Retter. Den hat er nicht bestanden, dann hat er noch 2 Leben. Hat er 2 Leben verloren. So. Gut. Dann darf noch dein Lord of Virulence auf my Captain hauen. Der hat aber auch eine E-Faust, ne? Genau. Eine Heavy Plague Fist. 3 Einsen, das sieht der Dominik nicht gern. Kann reichen. Ja. Ich habe nur noch 3 Leben. Aber es sind 2 Stück. Ja. Minus 2. Safe, kann ja. Ich sterben? Safe. Hat nur 2 Leben verloren. Einheit getötet, aber Assassination nicht oder nicht noch nicht geschafft. Ne? Gut. Ich würde sagen, du darfst noch zurückhauen. Dann darf ich zurückhauen, aber selbstverständlich, ich habe 5 Attacken. Ja, minus 1 wegen Contagion Range. Dann haue ich dich auf die Dry. Ja. Nein, noch nicht. Mit der Power Fist auf die 3. Mhm. Das sind 2 Wunden mit DS2. 2 Wunden mit DS2, das heißt 2-mal auf den 4 Retter. Ist einer tot! Ist einer tot? Yeah! Nein. Gib dem! Ja, cool! Ja, ich habe aber schon fast zwei Trupps verloren. Also ich habe 2 ganze Trupps verloren. Ja. Und hier, die sind auch nicht mehr so ganz taufrisch. Machst du Punkte? Materialbergen brauchst du, glaube ich, noch eine Runde, ne? Das musst du, glaube ich, bis zu meiner nächsten Battle Round machen, ne? Ja. Genau. Aber ich kann schon mal sagen, da hinten komme ich nicht dran und da komme ich und Morty werde ich da, die müsste ich ja töten, damit der aufhört. Ne? Genau. Deswegen werde ich es nicht schaffen. Ich ziehe jetzt neue Karten und gehe in meine Runde 2. Jetzt wird's heißer hier, Leute. Ich habe Karten gezogen. Hinter feindlichen Linien ist nicht besonders toll. Abriegelung auch nicht so geil, weil ich jetzt ein bisschen aufs Gas drücken muss. Ja, House of Mormont sind die Jungs. Ich bin mit meiner Taurus Company vorgegangen. Ich muss auch in den Tod. Ne? Ich bin ja ein Blood Angel von der Taurus Company. Ja. Die suchen genau das, was die erwartet. Und sind leider schon 4,5 im Abwehrfeuer gestorben. Richtig heftig. Mephiston ist nach vorne gerannt. Die Jungs haben ihren Battle Shock bestanden, sodass ich hier mir 5 plus 3, 8 Punkte primär geholt habe. Hier bin ich so weit stehen geblieben, weil ich abwarte. Hier bin ich stehen geblieben. Da sind meine Assault Intercessors gekommen, die machen da hinten eine Abriegelung. Die kleine Sunguard ist darüber geflogen und möchten sich um, mein Captain ist auch drin geblieben, um die Chaoten da kümmern. Ja, dann hier bin ich nach vorne gegangen und hier hast du Rapid Ingress. Ne? Ja. 12 Zoll weg, 9 Zoll oder von denen, ja, hier standen ja noch welche. Mhm. Ja, nicht so gute Karten plus sehr blöde Ausgangslage. Wenn ich schießen könnte, würde ich jetzt, wäre es mir wohler, sag ich einfach mal. Aber die Jungs, die Plague Marines, die sind wirklich eine harte Nuss. Wir können hier trotzdem ein bisschen schießen. Mit den ganzen Boltpistolen, das machen wir gleich off-cam. Da möchte ich euch überhaupt nicht mit langweilen. Aber Mephiston hat auch, weil er vorgerückt ist, keine Psi-Attacke. Weil die nicht Assault sind. Genau. Deswegen bin ich auch mit Schießen soweit. Ich mache ein paar Boltpistolen im Off-Camp. Ja, ne? Was ist Quatsch? Bin ganz schnell. Ich greife hier an. Mhm. Ne? Muss eigentlich fast gar nicht würfeln. Zack, da bin ich. Guten Tag. Hier greife ich an. Mit einer 10.
Bitte? Ist er auch drin? Ne? Bin ich auch drin, genau. Mephisto gibt ein CP auf Vorrücken und Angreifen. Das mit einer 8 locker drin. So. Da hinten bin ich sowieso drin. Das waren meine Angriffe. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns jetzt. Ne? Und dann kommen wir zur Nackerphase wieder. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Steht ja sogar auf den coolen Karten. Beschleunigung. Dieses Modell kommt in einem Zugriff, in dem es vorgeguckt ist, in Frage einen Angriff anzusagen. Deswegen gebe ich jetzt diesen CP aus für die gute Lanze, Dominik. Mhm. Und wir haben uns jetzt auch Folgendes geeinigt. Mephiston hat Fight First, deine Jungs haben Fight First. Mhm. Deswegen fange ich an, mit als erstes zu kämpfen, ja, weil ich angegriffen habe. Wir sind uns immer natürlich nicht sicher, ob das richtig ist, aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, vorm Spiel auch, weil ist ja wichtig, wir haben beide diese Fähigkeiten. Dann machen wir das, ne? Der Lappen der Lust kommt geflogen. Ich habe eine Attacke mehr, weil ich ja den grausamen Nachhall als Sonderregel habe. Ich im Angriff. Lanze ist an. Ich treffe dich auf die 2 normalerweise. Also auf die 3. Auf die 3. Und darf das wiederholen und habe auch Lethal Hits. Da sind 2 dabei. 2 nochmal, einer leider nicht. Und da habe ich jetzt Stärke 11 auf die 2. Ja. Sowieso auf die 2. Brauche ich da eine Lanze? Ich brauche keine Lanze. Habe ich falsch gehört. Weißt du, ich wollte auf die 2 verwunden, aber mit Stärke 11 sollte ich das auch bei einem Plague Marine tun. CP gespart. Das sind 6 Mal mit minus 3. Oh, da habe ich nur einen 6 dagegen. Tut mir leid. Dreimal. Wie viel Schaden machst du? W3. Der okay. Erste. Dreimal, viel no pain. Einer tot. Der nächste. Nochmal 3. Noch einer tot. Noch einer tot. Und nochmal 2. Noch einer tot. Ja, warum nicht? Ja. Das machst du erstmal weg und dann kommen wir wieder. Genau. So, dann geht's weiter. Dein Trupp, du bist reingepeilt, ne? Genau. Ich habe ein bisschen gebased mit Mephiston, deswegen kannst du nicht mit allen auf die Todeskompanie. Genau, also es geht im Prinzip 3 Heavy Plague Weapons gehen in die Todeskompanie rein und der Full Blightspawn haut auch noch da rein und der Rest geht in Mephisto rein, weil die Jungs haben auch gesehen, ihre Brüder sind neben ihnen gestorben durch Mephisto, jetzt müssen wir erst uns retten. Der Bekloppte kommt, der Bekloppte ist Vampir aus dem Weltall. Also der hat Priorität und die anderen, es ist egal. Gut. Das sind die Attacken in Mephisto? Oder? Nee, das sind zuerst die Attacken in der Todeskompanie. Ein Lethal Hit und 3 raus. Mit Stärke 8 ist es auf die 2. So oder so, genau. Ich mache die Rüstung der Verachtung an. Sorry. Das bedeutet? Minus 1 auf den DS. Oh, dann sind das 6 mal Banners mit minus 2, minus 1 nur. 4er Hose? Ja. Boah, war der schlecht. 8 durch. 4 durch, 8 Schaden. Habe ich schon doppelt gerechnet. Ja, sind jeweils 2 Schaden. Der erste, mit der noch einen Lebenspunkt hat. Der ist mit einer Doppel-1 sowas von tot. Ja. Dann der zweite, dann nehme ich schon eine nämlich einen Eviscerator. Das ist ein Eviscerator tot. Dann habe ich 4, die gehen durch, ne? Eviscerator tot. Dann habe ich noch 3 Power Fists und noch 2, ne? Ja. Noch einer tot. Und. Steht noch eine Powerfist da. Ja, gute Zuschaustellung von Nicht-Können. Dann gehen einmal 2 Plague Weapons in deine Mephisto rein. Da sind wieder 2 dabei, aber diesmal 3 raus. Auf die 2. Das sind 3 Stück mit minus 2. Rettungswurf, alle bestanden. Oh. Beziehungsweise Rüstungswurf von 2 plus habe ich, genau. Ja, dann darf noch dein Full Blight spawnen. Dann haben wir noch 2 Äxte. Ach so, okay. Entschuldigen Sie bitte. Alles gut. Da sind 2 Lethal Hits. 3 raus. Die treffen einen besser, ne? Die treffen auf die 3. Ich habe Widerstand 5. Dann also 4. Dann auf die 3. Das sind 5 Stück mit minus 2.
Da gehen drei durch auf den Mephisto. Aber ich habe noch einen Vierer für Nopain. Denn ich bin ja ein Vampir aus dem Weltall. Warum würfel ich heute wieder so gut? Drei Schaden. Gut. Dein. Jetzt kommt der Fullbloodsborn, ne? Ja. Vier Rang. Zwei Treffer. Stärke 4. Auf Toughness 4, auf Toughness 3. Das sind zwei Stück ohne alles. Zwei Stück ohne alles. Beide bestanden. Ja. Gut. Dann darf ich. Mhm. Ich habe eine. Die E-Fäuste der Todeskompanie sind bestimmt. Drei Attacken, genau, dann hat der eine noch 4. Ja. Trifft alles. Mhm. Die 6 macht jetzt nichts. Stärke 10 auf die 2. Das sind 3-mal mit minus 2. Oh. Dann 3-mal auf die 5. Da habe ich einen geschafft. Wie viel Schaden? 2 jeweils. Dann der erste. Natürlich. Einer, ein Lebenspunkt verloren. Dann ist er tot. Dann hat er einen getötet. Ja, dann geht hier so eine Axt. Gut, dann habe ich noch meinen Chaplain. Ja. Da bin ich mir sehr sicher, dass der 4 Attacken so hat. 5 im Angriff, weil er ein Blood Angel ist. Der darf zum Glück alles wiederholen, weil er in der Todeskompanie ist. Die 2 trifft aber. Auf was triffst du mich? Auf die 2. Also auf die 3. Dann alles wiederholen. Alles? Alles. Stärke. Mehr, aber nicht doppelt, aber plus 1 zu Wound, weil ich die Chaplain-Fähigkeit ist dann auf die 2 plus. Das ist 4-mal mit minus 1 leider nur für 2 Schaden. Da gehen 2 durch. Der erste. Tot. Der nächste. Tot. Der hat 2 tot. Naja. Ihr seht es, ich habe fast eine ganze Todeskompanie verloren. Der ist außerhalb der Kohärenz hier. Dann stirbt der. Ist leider so. Ja. Ich habe nicht mal den ganzen Trupp getötet, aber es war halt auch mit den. Wenn ich jetzt noch 4 vom ohne Abwehrfeuer da hätte, wäre es richtig geil. Ne? Aber wir müssen ein bisschen kämpfen. Hier habe ich angegriffen. Mhm. Da haue ich auch als erstes zu. Die haben Speere, die möchte ich unbedingt ausprobieren. Jeder hat von den 3 Attacken im Angriff 4. Also 12 Attacken. Ja. Guck mal kurz, du musst gegen mich minus 1 vom Trefferwurf abziehen gleich. Und ich treffe dich ganz normal auf die 3 plus. Gut. Na, nicht so pralle. Ich verwunde dich durch die Lanze und Stärke 10. Mhm. So oder so auf die 2. Nee, Stärke 8. Deswegen schon wirklich mit Lanze auf die 2. Das sind 5-mal mit minus 2. Für 2. 5-mal auf die 5. Also 2 Tote. Ja, 2 Tote. Geil. Richtig gut. Machen wir gleich da hinten weiter. Genau, ich lege mal hier so eine Markierung hin. Meine Toastkompanie hat auch da angegriffen. Ja. Und ich hau einfach auf die Einheit drauf. Ohne Stratagem brauche ich jetzt nicht. Ich habe nämlich zum Glück hier den... Boah, guck dir das an. Guck dir das an. Aber ich habe hier auch auf Norm drauf gesprochen. Ja. Boah. Voll Leute. 8 Treffer. Auf die 2, wegen Lanze. Mhm. Der Wurf war eigentlich auch blöd, aber zum Glück habe ich die Lanze. Das Stärke sind hast du? Stärke 8 mit Lanze. Ja. Ne? Das heißt, 7-mal mit minus 2 für 2. Oh, da mache ich erstmal einen 4er-Parsch. Auf die 4 ist ein Termin tot. Das heißt, ich habe noch einen Termin. Und 3 zu... Würfel. Dann hat der Termi noch ein Leben. Dann steht der Termi mit einem Leben noch. Gut, dann darfst du zurückkloppen. Mhm. Ich habe natürlich alles, was ich habe, in dein Charaktermodell rein, was da noch steht. Mach das. Da habe ich 4 Attacken auf die 2. Alles. Auf die 2. Oh, das sind nur 2. Warte, ich glaube, da möchte ein CP ausgeben. Oh, Nottingham geht nicht dran. Das ist nur 2. Geht durch. Ich habe noch ein Leben. Mhm. 2 Stück.
gesaved. Oh. Aber wir haben ja noch den, den Mann mit der Faust. Ja. Der muss das jetzt regeln. Glaub an ihn. Ah, 3-1! Ja, das ist auch tatsächlich nur einer. Siehst du das? Minus 2, also auf den Vierer. CP. Ja. Musst du machen. CP-Zentrale. Tot. Hast du Assassination gemacht. Hätte jetzt genauso gut klappen können, ne? Ja. Mit der 4 plus, dann wäre ich doch noch stehen geblieben. Gut, meine Runde ist vorbei. Ich würde sie jetzt... Nee, Quatsch, du hast hier natürlich noch kämpfen. Ja, hau rein. Wenn alle das Mann. Für dich okay ist, brauchen wir das auch gern, weil die sind nicht so krass wie die Jungs hier. Du triffst mich auch auf die 4, weil minus 1 to hit und so. Abriegelung mache ich für 3 Punkte und hinterfeindliche Linien möchte ich erstmal abschmeißen, weil da komme ich nicht so gut hin aktuell. Gut. Dritte Runde beginnt und du hast folgende Karten gezogen. Niemandsland sichern und Schlachtlinien ausweiten. Gut. Hast du ist eine super Kombination. Ne? Ja. Hast du hier gemacht, du bist zurückgefallen, ist dein Marker. Schlachtlinien ausgeweitet. Super. Ne? Am besten hält man dann immer für Niemandsland sichern noch einen zweiten Marker, aber deswegen bist du auch mit den Black Marines raus, kannst du gleich einfach die 2 Lachse chargen, kommst auch auf den Marker. Genau. Und hier habe ich meine, also ich habe meinen Tamis vorhin gewappert Ingvest, halt einfach um dann eine zusätzliche Bedrohung aufzubauen für dich. Und jetzt versuche ich gleich da rein zu chargen, damit ich hier erstmal in Ruhe aufräumen kann und damit ich halt hier gleich mit beiden... Bedenke, hier ist der Captain mit oder der Sanguinus Priester drin in der Einheit, die einmal im Spielfeld First machen können. Oh. Also, ja, dann... Gucken, ob ich vielleicht charge ich auch einfach nicht, dann steht da einfach eine zusätzliche Bedrohung, um du dich kümmern müsstest. Ist so, ne? Ja. Mortarion hat endlich jetzt mal keine Aktion zu machen, ist nach vorne gekommen, ja. Ne? Gut, schießen kannst du. Schießen kann ich. Das ist das Einzige, was ich heute relativ gut kann. Ich finde, du kämpfst ganz ordentlich. Ja, das muss man doch. Ne, hier haben wir uns nicht viel getan. Du hast im Rückschlag 2 Wunden gemacht in deinem Ende letzter Runde. Genau, schießen. Schießen. Er möchte mit seinem Mörser tatsächlich in diese Sanguinius Garde schießen. Gut. Also da vielleicht Mörser 2 plus 3 sind wir bei 5. Auf die 4. Hm. Das sind 3 Lethal Hits auf die 2. Ja, das sind 5 Stück mit minus 1. Du bist in Deckung, also minus nix. 2 Hose. Mhm. Alles safe. Ja, kann man machen. Dann haben wir hier noch einen Panzer und der möchte tatsächlich in diese Garde schießen, die Fight First hat. Gut. Das sind 3 plus 3, sind wir bei 6 und du bist ein 10er Squad. Genau. Das heißt, wir sind bei 8. Auf die 4. Wieder 3 Sechsen, ganz solide. Dann haben wir 2 Stück auf die 2. Das sind 5 Stück, minus 1, minus nix. 3 Hose. Natürlich 3-2, aber ich habe noch viel Pain durch den Sanguinius Priester. Einer tot. Ja. Anderthalb tot. Ja. Genau 2 tot. Gut. Nämlich habe ich ja den Charge länger gemacht. Mortarion kann zaubern, habe ich gehört. Ja, der kann sehr gut zaubern. Und der möchte einmal seinen Roastwind hier hinten rein zaubern, der gute Herr. Das macht nämlich D6 plus 3. Ja, das sind dann 4, aber du einen dazu, weil es Blast ist. Auf 2. Einer nicht. Stärke? Stärke 7. Auf die 3, ne? Ja. Das sind 2 Stück mit minus 2 und einer Devastating. Minus 1, weil ich in Deckung bin, ne? Ja. Stehe ich beide. Und mit Devastating, wie viel Schaden macht das? Eine nur. Dann musst du mir da hinten mal eine 1 dran legen. Mach ich doch sehr gerne. Ist egal, welcher. Ja, der hinterste oder so. Ja. Dann haben wir noch die Laterne. Die gute. Die gute Laterne. Die nie was macht. Genau. Aber sie trifft auf die 2. Keine 1, das ist schon mal sehr gut. Auf die 2. Hey, einmal minus 3. Minus 2. Ist er durch. Dann ist der eine da hinten tot, ne? Ja. Dann schreibe ich den einfach mal raus. Plupp.
Genau. Dann sind wir auch schon durch, tatsächlich mit Schießen. Ja, die möchtest du nicht erschießen. Du möchtest die als Sprungbrett nutzen. Du möchtest ja auf den Marker kommen. Genau. Ne? Genau. Hast du meinen Plan. Ja, vielleicht die Thermis würden gleich noch was aufgaben sehen kann, würde vielleicht noch hier in die... Dann machen wir das eben und weißt du was, würfel doch schon mal den Charge. Da kommt es doch drauf an, ne? Ja. Dann mit einer 6 müsste man das nachmessen, ja, tatsächlich. Ich glaube, wenn du die vordersten weggenommen hast, dann kommen sie nicht nach, weil ich meine... Tatsächlich hast du hier ein paar rausgeschossen, ne? Unter Zuschaustellung wieder von sehr guten Würfeln, die man von mir so gewöhnt sind. Hier bist du reingecharged und der Dämonenprinz ist auch gecharged. Es hat hier nicht gereicht, ne? Du hast nur ein CP, den wolltest du nicht zum Wiederholen verwenden. Ja. Und Mortarion hat den Angriff auch nicht geschafft, aber ganz ehrlich, der kommt nächste Runde dahin, wo er will. Ne? So, zumindest ist der Plan. Ich würde sagen, wir fangen noch direkt bei dem Dämonenprinzen an. Er hat 6 Attacken auf die 2 oder machst du minus 1? Mache ich hier Armor of Contempt an? Antwort ist ja. Armor of Content ist an. Sehr gut. Auf die 2. Es macht tatsächlich keine Lethal Hits. Moment. Erst darf ich. Ich hab Fight First. Stimmt, erst darfst du. Genau. Ist so, ne? Dann hau ich auf den Dämonenprinz. Warum nicht? Oder auf die Einheit. Der hat nur 10 Leben, eine 2er-Hose und 4 Retter. Man könnte ihn auch 5, du könntest ihn noch 4 Retter ist natürlich viel, ne? Ja. Ich hau auf deine blöden Plague Marines, Dominik. Ich will Fight First weghaben. Treff alle? Ne, einen nicht, ne? Mhm. Lethal Hits, mache ich aber auch zweimal. Ja. Stärke 9. Auf 3. Ne, auf die 3. 3. Das sind 4x mit minus 3 für deine Plague Marines. Und 6. Jetzt keine 6 mehr. Ha! 4 Fünfen! Jeweils an die 3. W3. Einmal für 3 bitte. Einer tot. Einer tot. Dann einmal für 2. Ja. Nee, einer tot. 2 tot. Und nochmal für 3. Da habe ich 3 getötet. Sehr gut. Gut. Wahnsinn. Dann darfst du mit deinem Dämonenprinz. Die Armen. Sind 2 raus. Ich habe Stärke 8. Ich habe ja schon 4 gegen dich. Auf 2. Da sind 4 Stück mit minus 2. Du hast Angriff Content angemacht. 3er Hose. Ja. Alles safe. Oh. Gut. Dann entfernen wir deine Plague Marines, ne? Genau. Ist ja einer noch übrig. Und dann geht's, glaube ich, mit Fight First weiter. Das ist deine Einheit, ne? Aber es ist dann. Die dürfen auch vor mir kämpfen, obwohl es mal eine Runde ist. Also wollen wir gleich da bleiben? Und du haust eben mit den 2 Modellen auf meinen Chatplane. Einer. Das heißt, einmal minus 2 von 2 an. 4er Retter vom Chaplain geschafft. Oh. Dann einmal der Vollblightspawn. Das ist doch bestimmt auch Liesel. Nee, leider nicht. Nicht? Nee. Was? Aber 2. Das erschüttert mich. Ohne alles. Einer durch. Ein Schaden. Gut. Dann hat der hier einen Punkt Schaden gekriegt. Weißt du was? Ich mach mal eben den Chaplain. Ja, dann sind wir da komplett durch, ne? Der trifft. Jetzt aber nicht mehr Trefferwürf wiederholen. Trifft 2-mal. Triffst du auf die 2? Ja. Ja, okay. Und ich verwunde dich auf die Stärke 6 mit. Ne, plus 1 hat er auch nicht mehr, weil er nicht mehr anführt, aber hat sowieso Stärke 6 auf die 3. 3-mal mit minus 1. Für 2. Oh, dann. Der erste habe ich. Der zweite ist der Black Moon tot. Und jetzt geht auf die. Der Black Moon hat noch ein Phenopain. Ja. Den macht ja der, der Dämonenprinz, ne? Der Vierer-Pan. Siehste? Dann geht nämlich der zweite auch voll auf den Plague Marine. Ja. Der ist jetzt tot. Jetzt ist er Full Blightspawn alleine. So. Danke. Ich peile nach. Alles klar. Hier haben wir gekämpft. Kurzer Prozess. Da hinten, meine sanguinische Garde, hinterm Haus, haut jetzt zu, hat nur noch 9 Attacken, also 3 pro Modell, auf deinen Trupp. Ich habe noch den
Aus auf Mormont an. Ne? Deswegen treffe ich dich auf die 4, aber wiederholbar. 2 nicht. Stärke 6 auf die 4. Mhm. Ne? Das sind 3 Wunden mit minus 2. Stärke 6, ja, ist auf die 4. 3 mal mit minus 2. Ich habe noch einen. Der erste. Tot? Jetzt steht nur noch der Lord of Violence da. Zipping. Was? Dominik? Ja. Nein, noch ein, nur noch ein? Ja. Jetzt stirb! Warte, ich muss ihn. Der hier ist richtig. Stirb! Ja! Mein Gott! Dann darfst du zurückkommen. Mit deinem Lord of Violence. Genau, mit 5 Attacken. Natürlich dreimal Liesel. Dreimal Liesel. Aber jetzt nicht, dass du mich nicht verwunden würdest auf die 2 plus, deswegen. 5-mal. 5-mal. Oh. 6-sie. 2 durch. Jeweils 2 Schaden. Ist einer tot. Ich habe nämlich mittlerweile 3 Leben. Das ist okay. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit deinem Turn. Ja. Wir haben schon überall gekämpft. Gut. Ja, dann ist die Runde vorbei. Du machst deine 10 Punkte sekundär. Ja. Richtig, richtig gut. Ne? Du hattest deine 3 primär. Ich gehe jetzt in meine dritte Runde und ich halte wieder einen Niemandsland und mein Homebase-Marker macht insgesamt wieder 8. Die nächste Runde beginnt und ich muss noch ein House of Mormont ansagen. Das mache ich hier. Die sind mein Eid des Augenblicks. Mhm. Da hinten bin ich im Nahkampf geblieben. Die Assaulted Assassins sind zu dem Lord of Irons gegangen. Den werden wir versuchen gleich zu töten. Um überwältigende Gewalt zu machen, habe ich gezogen. Für CP, ne? Mhm. Genau, ich musste ein Neuziehbar Cleanse, mache ich gar nicht. An allen Fronten bin ich überall, denn ich bin hier für ein CP zurückfallen und angreifen. Auf den Chaplain habe ich den gespielt, dass ich gleich die Poxwalker angreifen kann, aber ich habe an allen Fronten schon so. Ne? Das ist richtig gut. Hier bin ich nämlich mit der Sanguinischen Garde, da greife ich gleich deine Jungs an. Und meine andere sanguinische Garde, beziehungsweise Dante. Ne? Dante kümmert sich um die Thermis. Ja. Hier bin ich so presskante in die Spitze gegangen, dass ich gleich ohne Sicht mit einer 4 Zoll dahin chargen kann. Ich kann mir auch einmal im Spiel Fight First anmachen. Kann ich mir erlauben. Glaube ich. Ne? Aber ich muss ein bisschen besser. gut. Nichtsdestotrotz. Möchte ich ein bisschen schießen? Das Einzige, was ich zeige beim Schießen, lieber Dominik, ist Dante mit seiner coolen Inferno-Pistole. Oh. Die heißt Verdammnis und hat einen Schuss auf die 2 plus. Also auf die 3, weil du in Contagion Range bist. Auf deine Thermis. Nee, never mind. Das hat überhaupt nichts gemacht. Wir greifen an, das können wir sowieso viel besser. Ne? Sind auch ganz gute Charges. Ich hoffe, ich schaffe alle, wirklich. Hier. Ja. Bist du drin? Na, 7. Bin ich ja drin. Da hinten meine Sword Intercessors. Ja. Die sind drin. Die sind auch drin und da sind noch 4, ne? Mhm. Und die machen auch 3 Treffer. Auf die 4 oder höher kriegst du eine Morde. Eine. Gut. Jetzt hier. Die Assault Intercessors auf deine Marines. Ja. Oh, ich hab die 2 gesehen. Mit einer 8 bin ich drin. Mein Chaplain auf deine Poxwalker. Mit einer 8. Stehen einfach mal. Bin ich auch drin. Genau. Und meine sanguinische Garde ist auch drin. Oh. Alle Angriffe geklappt. Soweit so gut. Mhm. Fight First. Ich mach Fight First an. Da haben wir uns drauf geeinigt. Ich kämpfe auch zuerst. So. Genau. Und mein Captain macht jetzt von Wut getrieben an. Das heißt, Sustained Hits 3. Und er macht sich seine Fähigkeit vom Datasheet an. Und zwar einmal pro Schlacht hat er die Sternstunde, heißt das. Seine Sternstunde. Plus 3 Attacken und verheerende Verwundungen. So, ich nehme dich jetzt mal mit auf eine Reise. Der Typ hat mit seiner E-Faust 5 Attacken. So. 5.
Aber ich bin ja angegriffen, weil ich ein Blood Angel bin, in dem Detachment. Und ich habe die Sternstunde angemacht. Mhm. Gut. Das ist 1. Ich treffe dich auf die. Achso, das waren einfach nur die. Genau, auf die 3. Ja. Das war doof, weil kein Sustained. Deswegen nehme ich nochmal alle, weil ich darf ja Treffer wiederholen, du bist ja außer Mount. So, jetzt kann ich ein bisschen was zeigen. Die gehen raus, weil ich die nicht treffe. Die aber auch. Ich habe immerhin eine 6 gewürfelt, dann kommen die wieder rein, weil ich habe Sustained jetzt 3. Auf die 3 triffst du oder auf die 2? Auf die 2, dann auf die 3. Ich habe eine Stärke von 10. Ja. Auf die 2. Ja. Und ich habe ja Devastating Wounds. Ja. Und weil ich in den Sword-Tastas drin bin, darf ich alle Verwundungswürfel holen. So. Das bedeutet, Dominik, hier. Dadurch, dass ich noch einen Ordenspriester dabei, einen Sanguinius-Priester dabei habe, hat meine E-Force DS3, das heißt 4 mal minus 3 für 2. Das heißt 4 mal auf die Sechsen. Natürlich wieder 2 Sechsen, sind schon mal, dann musst du 4 noch Bane machen, 2 mal, genau. Ja. In 2er Schritten, einer tot. Anderthalb tot. Anderthalb tot. Gut, gut. Die Devastating Wounds kommen zum Schluss. Oder, nee, kommt zum Schluss meines Modells, ne? Ja. Genau. Das heißt, jetzt kommen nochmal 6 Devastating Wounds dazu. 6 Devastating Wounds? Genau, das heißt, der eine muss 2-mal würfeln, der mit dem einen Lebenspunkt. Mhm. Dann ist er tot. Und dann hast du noch 2 Päckchen mit 2 auf die 6. Ich würde einfach alle. Ja, warte. Ja, geht ja nicht, genau. Einer tot. Auch der 3 tot. Gut. Gut, gut. Dann habe ich meinen Sanguinius-Priester. Der hat 6 Attacken im Angriff. Legen wir hier nochmal 2, das ist dann 2%. Genau. Treff dich auf die. Der trifft ganz normal auf die 3. Das heißt, ich muss alles wiederholen, weil ich dich schlechter treffe. Der hat im Angriff eine Stärke von 6 auf die 3. Mhm. Wiederholen in der Einheit. 2-mal mit minus 2. Zweimal auf die 6. Keiner. Minus 2 hat dann auf die 5, ne? Ja, stimmt. Aber viel noch Pain. Wie viele Wunden machst du? Oder ist das so weit weg vom Mond? Nee, ich glaube, das müsste. Wir sind Runde 3, das heißt auch. Achso, Contagion Range ist das, ne? Genau, ja, plus 3. Also, gut, 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 gut. Dann hast du viel noch Pain. Für 2? Genau. Hat er einen Lebenspunkt noch verloren. Dann habe ich noch 6 Assault Intercessors. Ja. Die haben 30 Attacken. Mit Treffer und Wunden wiederholen. Ich mache das eben auf. Ja. Das war blutig. Ich habe wirklich alle Plague Marines auf den Punkt getötet. Full Blightspawn lebt noch komplett. Der hat aber mir auch nichts gemacht. Das haben wir auch schon mal eben abgehandelt. Ne? Dann gehen wir zum Fight First Nummer 2. Mhm. Mephiston, der alte Latterich, haut auf den Dämonenprinz. Was anderes kann er. Ja. Zweimal nicht. Einmal Liesel. Mhm. Stärke 9 auf die 5. Das sind zweimal mit minus 3. Zweimal auf die 4. W3 Schaden. Ja. Für 4. Für 3. Gut. Können wir auch gerne hier außerhalb der Reihe abhandeln. Kannst auch gerne eben zurückschlagen, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Weil das macht ja alles, bedingt sich ja gar nicht. Ne? Ich habe 6 Attacken. Ich will dich ja jetzt weghauen auf die 2. Alles, keine Liesel. Stärke 8. Auf die 2 war ich nur ein. Ich habe ja wieder schon 5 gegen dich, ne? 4 gegen dich nur. Das sind 3 Stück mit minus 2 für 3 Schaden. Einer durch. Ja. 3 Schaden. Er lebt noch mit einem Lebenspunkt. So. Ist er? Zack. Mhm. Gut. Dann habe ich hier angegriffen. Ja. Ich habe da 12 Attacken mit den Speeren der Lust. Ja. Treffe ich auf die 4 leider nur. Ja.
Das macht mir ja wirklich Bauchschmerz. Das ist ja richtig gut gegen mich. Aber ich habe gut, ich habe sehr gut getroffen. Ja. Stärke 8 mit Lanze auf die 2. Alles. 8 mal mit minus 2 für 2. Wie viele normale Plague Marines habe ich dort noch? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Das heißt 5 Stück. 5. Auf die 5. Natürlich. 3 gerüstet und die haben 4 No Pain. Ja. Weil du auch die Aura natürlich in die Richtung hast, ne? Ne, dann sind das tatsächlich 5, die durchkommen. Dann jeweils immer der erste. Tot. Der zweite. Tot. Ja, lebt. Lebt. Ist jetzt tot. Und noch ein. 4,5 tot. Ja. Gut. Dann kämpfen wir hier hinten mit den Assault Intercessors. Mhm. Da fange ich erstmal mit der E-Faust an. Treff unglaublich einmal. Ja. Stärke 10. Auf die 3 leider nur. Eine Wunde mit minus 2 für deinen Lord of Violence. Vierer habe ich. Hatter. Dann habe ich noch 3 Modelle. Das sind auch 12 Attacken. Mhm. Nee. Die haben so schon 4, ne? Also habe ich noch 3 mehr. Noch 3 mehr. Treffe dich auf die 3. Mhm. Ja, aber dann auf die 4. Mhm. Weil ich ja in deiner Contagion Range bin. Genau. Und der Captain gibt natürlich plus 1 auf den Stärke. Also kriege ich jetzt plus 3 auf die Stärke. Dann habe ich Stärke 7 auf die 3. Das sind 4 mal mit minus 1. Auf die 3. Hat er alles. Gut. Dann sind wir hier jetzt auch noch direkt noch eben. Dann bist du jetzt abwechselnd. Sind wir abwechselnd dran? Dann bist du, darfst du jetzt. Hier muss ich noch angreifen. Genau. Ja, dann machen wir das natürlich als erstes. Kommandante hat 8 Attacken so. Ja. Und weil er angegriffen hat, 9. Ja? 9 Attacken. Ich treffe dich bei 2 plus. Aber dann nur auf die 3. Ne? Mhm. Genau, du musst erstmal einen Erschütterungstest machen. Oh. Weil ich dich angegriffen habe. Mit minus 1. Habe ich. Hast du geschafft, gut. Dann treffe ich dich jetzt erstmal auf die 3. Mit Dante. Dante fängt an. Mhm. Dante fängt an und haut einmal daneben. Das ist okay. Der, was macht der? Der macht tödliche Treffer. Das heißt, 2 gehen schon mal durch. Dann hat er jetzt eine Stärke von 10. Auf die 3. Das war gut. 8 mal mit minus 3 für 2. Das ist auf meinen 4er Retter. Ich würde die alle zusammenwürfeln. Oh! Es ist einer. Dante war einer. 3 tote Termine. 3,5 tot. 3,5 tot. Gut. Ich glaube, Dominik, dann ist die Sangard jetzt dran. Ja. Und mit Schwertern habe ich eine Attacke mehr. Ja. Das sind 5 Attacken pro Modell, mal 36 Attacken, Stärke 8, die jetzt kommen. Das sind 8. Möchtest du das echt auch kein würfeln? 10. Ich will die erste Rutsche. Yes. Komm, wir wollen das. Ich treffe dich nur auf die 4. Ne? Ja. Ich treffe dich nur auf die 4. Und die hat auch keine weiteren Sonderregeln. Diese karmesinrote Klinge. Und ich habe auch House of Mormont nicht auf dich gemacht. Mhm. So, der war aber gut. Stärke mehr. Das sind 7 mal Wusten mit minus 3 für 2. Ich habe noch 2,5 da stehen. Genau. Das heißt, ich würde das. Ich würde einfach erstmal 5 Stück machen. Da würden 2 durchkommen. Dann steht noch ein halber. Der ist tot. Ja. Und dann steht nur noch dein Lord of Violence. Ne? Ja.
Und komm, ach, jetzt ist natürlich mit 15 Attacken kriegen wir auch noch schnell gewürfelt auf dein Lord of Violence. Zack. Zack, zack. Einige raus. Mhm. Auf die drei. Die nehmen wir noch mit. So, das sind dann nochmal 7. 7-mal mit Minus auf deinen Rettungswurf für 2 Schaden. Ist er tot. Ist er tot. Ja, Leute, wir haben Warhammer gespielt, ne? Oder wir spielen hier Warhammer. Es hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt off-cam noch ein bisschen gekämpft. Mein Chaplain hat 3 Poxwalker erschlagen und hat dann einfach mal 6 Liesel-Hits bekommen. Ne, ja. 5 Liesel-Hits. Das war sein Schutzwurf. Mein Chaplain ist jetzt ein Poxwalker. Aber sag's nicht Gilliman. Der darf das nicht hören. Ich bin an allen Fronten. Ich bin, deswegen kriege ich da 4 Punkte. Unüberwältigende Gewalt habe ich hier einmal zum Glück gemacht. Hier ganz knapp nicht, da hinten auch ganz knapp nicht. Das gibt 7 Punkte insgesamt. Du gehst jetzt in deine nächste Runde und du hältst zumindest mal deinen Homebase-Marker, ne? Ich halte meinen Homebase-Marker und ich halte den Marker hier. Da müsstest du auf jeden Fall... ich glaube, den hältst du, ja, wenn du deinen Battleshock schaffst. Ich bekomme einen CP, ich würde diesen CP natürlich ausgeben. Alles klar, dann kriegst du dann 8 Punkte primär. Vierte Runde beginnt mit 3 Punkten primär für dich, der da hinten, weil hier ist nämlich unentschieden gewesen, mhm, ne? Auch mit Moralwert automatisch bestehen, ne? Der hat 2, der hat 3, ein, das gibt 3. Und ich habe 3 Modelle hier auf dem Marker. Ist unentschieden. Du hast Karten gezogen. Ja, genau. Ich habe einmal die Sabotage und auserkorene Ziele gezogen. Du hast als auserkorene Ziele einmal in deinen Infiltrators deine böse sanguinische Garde. Und? Und du hast diese sanguinische Garde gewählt, weil, ja, also in der Mitte ist natürlich, oder da hinten ist von Mortarion relativ leicht zu töten. Selbst mit Fiston kann man töten. Hier musst du dich ein bisschen, als einziges ein bisschen strecken. Dann habe ich das gewählt. Ne? Sabotage ist, machst du das? Tatsächlich nicht. Musst du außerhalb der Aufstellungszone auch machen. Genau. Ne? Ja, ja, das ist schwierig, das stimmt. Gut. Dann wird geschossen. Wird geschossen von Bamatorion an und er schießt einfach in deine sanguinische Garde rein. Ja, mit dem Morvus macht das Sinn, ne? Ja. Hier ist der Lappen. Ja. Auf die 2. Natürlich nicht. Laterne. Da machen wir den Worldwind. Das sind 8 Stück. 4-8 Stück. Ich bekomme keinen dabei wegen Glas. Leider nee, nicht. Sind nur noch 2 Modelle. Oh, das ist ein Niesel. Einer raus. Ja. Stärke 7. Auf die 2. Keine. Aber das sind 5. Plus eine Niesel sind 6, ne? Ja. Minus? Minus 2 tatsächlich. Wird zu minus 1, weil ich in Deckung bin. Dreier Hose. Ja. Wie viel Schaden macht das? Einen nur. Einen nur, dann habe ich völlig 2 Lebenspunkte. Ja. Du musst mir da selber mal helfen. Was habe ich denn da hinten noch so für Würfel liegen? Eine 2 liegen, du legst immer Wunden drin. Genau, da ist jetzt der eine tot und eine Wunde geht weiter auf den letzten Sangardisten. Genau, ich würde den einmal rausnehmen und dir angeben. Genau. Und leg bei dem einen einfach eine 1 dran. Richtig. Bei mir liegen übrigens immer die Leben dran, weil da muss ich nicht so viel rechnen. So, gut. Dann geht's weiter. Dann geht es natürlich weiter und das Spannende da hinten, machen wir das Spannende hinten einfach zuerst. Einmal W6. Das macht wieder 2 Schaden und so, ne? Ja. Macht das Minus? Minus 2. Minus 2, dann ist die Rüstung der Verachtung an für meinen 1 CP. Sind nur 3 Modelle? Ja. Auf die 2. Das sind 2 Stück mit minus 2. 2 Schaden. Also Deckung? Minus 1. Keine Deckung. Dann 3 plus. Boah. Wofür habe ich die Rüstung der Verachtung denn ausgegeben? Dann einer tot. Mhm. Und die 2 Schaden wachsen, wandern weiter. Gut.
Dann haben wir einen Demon Prince, der darf in den Nahkampf schießen. Er ist ja ein Monster. Genau, aber ich habe nur einen Flamer, das heißt, der kann nicht in den Nahkampf schießen. Warum nicht? Kannst du Flamer nachkommen? Klar, ist ja nicht Blast. Oh, stimmt, da kann er. Entschuldigung. Ja? Der hat nicht so Lust. Dem ist die Seuche ausgegangen. Er muss ein bisschen hochwürgen. Wie viel Leben hast du noch? Ich habe noch einen. Okay, dann lasse ich das. Dann einmal minus 1 bitte. Ein Schaden. Ja, aber du musst mit 4 oder höher würfeln. Ja, wenn jetzt Mephisto und dadurch stirbt, bin ich traurig. Und? Ah. Da liegt der Tabletop-Beast. Ich hab dir ja gesagt, die sind alle handgebohrt. Ja genau, handgebohrt. Aber falsch für dich. Gut, weiter im Text. Du hast noch zwei Blackwater-Crawler. Genau. Der erste schießt hier rein. Gut. Alles, was er hat. Jetzt ärgere ich mich, dass ich für meine Sangardisten eine Armor of Contempt ausgegeben habe und das jetzt da nicht habe. Auf die 3. Das sind 3 Stück mit minus 1. 2 durch. 4 no pain. Ja. Völlig ein Leben. Dann haben wir 2 Druckie Kanonen. Ja. Einer kommt schon durch. Auf die 2. 2 Stück minus 3. Habe ich auf jeden Fall einmal Deckung, hätte ich jetzt gesagt. Geschafft, weil nur minus 2. Mhm. Geschafft, weil nur minus 2. Komisch, ne? Das rüste ich. Dann haben wir Mörser. Ich bekomme noch Blast. Auf jeden Fall. Ich bin nur noch 8 Modelle. Das ein Liesel, die sind raus. Das ist ein direktes Feuer, genau. 5. Ja, stimmt. Minus 1 K. Deckung, hast du trotzdem. Ist ein Toter. Ein Toter, viel noch Pain. Einer, ne? Hat 2 Schaden, ne? Ja. Und noch einmal. Und noch einmal? Ja. Das noch nicht. Plups. Hin fort mit euch. Der nächste Black Boss Brawler schießt auf dasselbe Ziel. 4 Schuss von dem Heavy Slugger. Da sind 3 Treffer. Auch wieder rein. 3 mal minus 1 bitte. 2 durch. Ein Schaden. Einer tot tatsächlich. Dann haben wir 2 Entropie-Kanonen. 2 Treffer. Ich glaube, da sind 2 tot. Eine Tote. Jetzt wird einer sterben. Ist doch einfach so. Wie viel Schaden? Ganz viel, ne? Auf jeden Fall 2. Aber ich muss es ja würfeln, ne? 4 Schaden. Ich habe eine 5. Nein, ist tot. Habe ich noch 2 Modelle? Der Mörser. Der kriegt nochmal Blast. Ja. Darfst nicht vergessen. Du gerade ja warst ja noch mehr. Das heißt, ich habe 9 Schuss. 3 raus, 4 raus, auf die 2. Das sind 5 Stück mit minus 1 zu 2 Schaden. Keine Deckung. So, 2 normale. Ja. Auf die 4. Gesaved. Mhm. Auf die 4. Ist einer durch. Ja. Dann ist auch einer tot. Und noch ein Save. Gut. Müssten wir alles richtig gemacht haben. Ja. Gut. Dann bist du durch mit Schießen. Genau. Und dann darfst du meinetwegen noch angreifen, wenn du möchtest. Mit Mortarion. Der endlich. Ist er da. Mit einer 6. Gibt er sich nicht die Blöße. In beide. Genau. Da will ich natürlich auch anfangen, weil da hast du Fight First. Mortarion. Dann ist jetzt natürlich die Frage, welches Profil neben mir. Was hast du denn da angegriffen? Beides? Beides. Okay. Da musst du schon das dicke Besteck rausholen, glaube ich, weil so viele Modelle habe ich ja auch nicht. Ne? Ja. Nach meiner Berechnung stehen da noch 4 normale Space Marines und die ein Sanguine Shagadist. Ja. Ich mische tatsächlich nur mit dem starken Schlag auf deine 4 Dudes hier zu ran. Auf die 2. Das ist schon mal eine raus. Aber das ist ein Lieselit.
Dreimal. Minus? Viermal. Viermal minus? Viermal minus drei. Sechsen. Sind drei tot. Ja. Steht noch einer. Ja. Der Chef mit der E-Faust steht noch. Ja, der darf zuhauen. Der darf zuhauen. Auf Mortarion. Nee, auf deinen Lord. Nee, Quatsch, wir sind ja nur noch mit dem Mortarion im Nahkampf. Genau. Ne? Genau. Der trifft mit minus 1 nur einmal. Verwundet nicht. Ja. Und dann habe ich noch meinen Sangardist. Ne? Ja. Trifft zweimal. Stärke 6 nur auf die 6. Ne? Mhm. Nichts. Gut. Mephiston. Die alte Kerbe. Trifft auf die 2, jetzt auf die 3 mit Liesel. Auf die 5. Zweimal mit minus 3 auf deinen Retter. W3 Schaden. Warte. Oder? Möchtest du wiederholen? Kannst du gerne nochmal. Ne, dann machen wir 2 Schaden. Gut. Dann hat er noch 5, aber du kannst mich jetzt auch töten. Also jawohl. Komm. Enttäusch mich nicht. Ich habe nur ein Leben. Einer aus, keine Lieselitz leider. Auf die 2, ja. Dreimal. Dreimal. Soll ich spannend machen, komm. Ja. Safe. Safe. Einmal durch, 3 Schaden, dann muss ich 3x 4 oder höher würfeln. Oh. Ja, er lebt noch! Ist das. Sorry, ist das bescheuert? Ja, ja. Definitiv. Er lebt noch. Punkteverzählung. Deine Runde 4. Ja, ich mache tatsächlich noch keine Punkte. Was hattest du noch? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe Sabotage und außerkorrene Ziele. Genau. Und schütte da hinten nur 1,5 Einheiten. Genau, gut. Dann gehe ich jetzt in meine Runde und ich mache noch hier, wie heißt das, 2 neue Karten. Ja. Ich muss testen, das möchte ich, glaube ich, gar nicht. Da gebe ich den einen Punkt aus und dann habe ich schon wieder 8 Punkte. Und die vierte Runde beginnt. House of Mormont ist der Dämonenprinz. Er muss jetzt sterben. Gezogen habe ich Bastionverteidigung, gezielte Tötung. Ist wunderbar. Es laufen überall Charaktermodelle hier rum. Deinen haben alle Battleshock verkackt. Der Marker, da steht Morty mit vollen Lebenspunkten. Have fun, Domme. Have fun. Ja. Mit diesem Marker. Ne? Das ist kannst sehr nett, dass du mir das machst. Du kannst da alles machen, was du willst. Du kannst da verseuchen oder drauf pinkeln, wie du möchtest. Ne? Ja. Also was die Deskart da so macht, interessiert mich jetzt nicht. Ne? Hier bin ich 12 Zoll nach vorne gegangen, damit ich gleich deinen Dämonenprinz chargen kann. Das wird eine 6 sein, weil ich plus 1 bekomme. Mhm. Hier bin ich, habe ich mich nicht bewegt, um nicht Abwehrfeuer schon zu triggern, obwohl du gleich Abwehrfeuer machen kannst. Okay. Hier bin ich auch, habe ich mich auch nicht bewegt, weil ich da auch gleich angreifen kann. Schießen, ne? Tue ich jetzt eigentlich nicht. Weil ich habe noch eine. Mein Cap. Ich habe hier eine Plasma. Ich habe Plasma-Pistolen. Das ist natürlich noch was anderes. Und eine Absolver-Pistole. Vielleicht sollte man das auch nochmal eben machen. Der Sanguinius-Priester schießt mit seiner Absolver-Pistole, die 2 Schaden macht, auf dein Fullblightspawn. Trifft nicht. Der Captain überhitzt mit der Plasmapistole. Trifft. Verwundet mit minus 3. 2 Schaden. Ja. Und dann habe ich noch eine Boltpistole. Trifft. Verwundet. Mit minus 1 Heavy Boltpistole. Habe ich auch nicht. Hat der noch 2. Gut. Und du musst dann mal, also das machen für deinen Captain, weil du überhitzt das. Ach ja, ein überhitztes. Bin da 6. Hast du schon. Gut. Dann mache ich die ganzen anderen hier einfach mal eben off-kill. Ja. Wir haben den Fullblightspawn erschossen. Wunderbärchen hier so mit ein paar Boltpistolen rüber. Ne? Hat geklappt. Ganz normaler Tag. Gezielte Tötung einfach mal. Ne? Bastion verteidigen wird mir schwer zu nehmen sein. Habe ich auch gleich 3 Punkte. Ne? Wir greifen an. Ne? Meine sanguinische Garde in deinem Mondprinz. Ja, musst du machen. Rein da. Das ist nicht gut. Ich sehe die nicht. Eine 6 ist genau das, was ich brauche. Plus 1 ist nämlich eine 7, weil der Dante plus 1 gibt. Hier greife ich auch an. Ja, Abwehrfeuer.
Ja, mach das mal. Ich greife beides an. Ja. So oder so. Ist jetzt Leben oder Sterben, ist auch eine 7. Der Feuer hat einen toten Sangardisten gegeben. Ihr seht jetzt nicht. Der steht jetzt so zwischen den, ne, zwischen den beiden Einheiten. Der erste Pick in der Nahkampfphase ist mein Fight First Mephiston. Ja. Der zum Glück Trefferwurf wiederholen darf. 3 trifft aber. Ja. 2 nicht. Einmal Liese. Ja, Stärke 9 auf die 5. Zweimal mit minus 3. Pass auf, jetzt reicht das schon. Ne, beide gesaved, ne? Dann kommt meine sanguinische Garde, die ist natürlich jetzt voll bepackt. Wieder 9 Attacken von Dante. Ja. Auf die 3 wiederholbar. So. Die sind letal. Ja. Und dann habe ich eine Stärke von 10 auf die 4. Das sind 5 mal mit minus 3 auf deinen Rettungswurf für 2 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. Gut. Schaden. Dann muss ich wieder mit meiner Sanguinius-Garde kämpfen. 10. Meine Attacken, die ich vorhin auch hatte. Nee, diesmal hast du ja keine 30 Attacken, weil es kommen ja 2 nicht dran. Richtig, genau. Sind es nur 20, ne? Genau. Ich weiß nicht. Richtig. 20. Mach ich gleich noch nach. Ja. Ja. Einmal nicht getroffen. Das sind 15 erstmal. Liesel Hits habe ich. Ne, habe ich ja gar nicht. Ich habe alles getroffen. Okay. Fertig. Stärke 8. Mit keiner Lanze, keiner Fähigkeit auf die 5. Das sind aber trotzdem ein paar. 5 mal. Warte, ich habe noch. Das waren jetzt 3 Modelle. Mhm. Genau. Darf noch eins. Ne. Eins noch. Oder? Eins darf noch. Einer darf noch. Aus. Auf die 5. Das sind dann 6 Wunden mit, ja, auf deinen Rettungswurf für 2 Schaden. Würde 6 Schaden machen. Also muss ich mindestens 4 Sechsen jetzt werfen. Genau. Eine. Dann ist er tot. Das Aus-auf-Morgen-Ziel wurde aber zur Fall gebracht. Er kann auch isolieren, ne? Nein. Nee. Macht nur einen kleinen Pups. Ja. Ja, genau. Ich habe eine Sanggarde, die ja noch angreifen darf. Ich hau auf, ganz ehrlich, ne? Mhm. Ich hau auf deinen Fu Blightspawn. Treff aber nur einmal. Mhm. Nee, doch auch einmal. Auf die 2, eine Wunde mit minus 2. Nee. 2 Schaden. Ja, dann hat gut, dann darfst du da mit beiden Einheiten zurückhauen. Können wir auch eben auf Off-Cam machen. Ich mache auf jeden Fall 8 Punkte diese Runde und dann kannst du gleich nachziehen. Deine letzte kommt. Deine letzte Runde. Du hast dich bewegt, Mortarin ist nach vorne gekommen und du hast immer noch Sabotage. Das machst du da hinten mit deinem Lord auf Virulenz, der mit einem Lebenspunkt das noch macht. Oder mit 2 noch. 2. Ne? Genau, und sonst hast du noch das auserkorene Ziel. Das ist mein sanguinischer Gardist, der einen Lebenspunkt durch den Sweater Typ verloren hat. Ne? Ja. Dass du das, du hast den Marker verseucht und ich habe eine Mortal gekriegt. Genau. Gut, das sind 5 Punkte. Ne? Wenn du den tötest, dann sind das 5 Punkte. Dann darfst du ein bisschen schießen, hätte ich gesagt. Genau, ich darf ein bisschen schießen und ich möchte tatsächlich in deine. Der Panzer schießt mit dem Mörser hier rein. Und alles andere geht hier vorne rein. Gut. Obwohl, der Mörser geht einfach auf den Füßen. Zuerst der Heavy Slugger. Das sind... Minus 1, ne? Minus 1, genau. Das sind 2 Stück mit minus 1. Beides safe. Ja. Dann haben wir 2 Mentopie-Kanone in Nahkampf. Beides getroffen. Zweimal minus 3. 5er Hose. Ja. 2 tot. Ja. Dann kommen wir zu dem Mörser. Dann nehmen wir nämlich den Dacke-Dacke-TV-Würfel. Ja, endlich! Das bringt mal was. Sabotage geglückt. Mein Jeans-Healer-Kult hat
Destiny Select? Auf die 4, ne? Hast du deine Jeans, die unter dem Tisch gebunkert? Die 3 trifft nicht, ne? Hast ja, du hab ich noch. Die habe ich, die sind überall aktiv, der war. Oh. So, für meinen einzelnen Typ, ne? Minus 1 hast du gesagt. Mephisto, ne? 3 Mal. Aber mit Mephisto? Ja. Okay. Minus 1. Alles safe. Alles safe. Boah, der ist so assi, ne? Ich liebe den jetzt schon. Gut. Gut, irgendwie kitzelt mich das jetzt, ein bisschen Mephisto da noch rauszuschießen. Der Mörser geht wieder in Mephisto. Der Heavy Slugger geht hier rein, um den einzelnen Dude da wegzuschießen. Die beiden Topi-Kanonen gehen hier hinten rein, einfach nur, Weil sie weg müssen. Ja, genau, weil mich das stört, diese goldenen Engel, dass ich da keinen Schaden gemacht habe. Ja, die haben immerhin schon eine ganze Einheit Thermis mit Charaktermodell und den Dämonenprinz getötet. Ja. Deswegen geht jetzt der Heavy Slug erstmal hier rein. Da sind 2 Treffer, wunderbar. 2 minus 1. Ein Lebenspunkt. Da geht's sogar durch. Dann 2-mal Entropie-Kanone auf deine goldenen Engel. Du bist im Nahkampf, ne? Mhm. Da darfst du, glaube ich, gar nicht reinschießen, oder? Du bist mit einem Fahrzeug. Ne, ich darf da gar nicht reinschießen. Dann schießt du wahrscheinlich einfach da rein, ne? Da hast du einmal getroffen. Einmal muss rein. Geht durch. Ganz viel Schaden, ne? Ja. Ich würfel einfach mal. Ja, ist der eine tot. Sind da noch 2 einzelne Charaktermodelle? Dann der Mörser. Der geht jetzt auch in Mephisto, ne? Ja. Aber der muss jetzt sterben. Vieren. Auf die 2 wegen 2 und Verseuchung. Wegen Mutarion. 4 Stück. Minus 1? Ja. Alles safe. 2 hoch. Ja. Nein. Ist das was? Ja, dann kommen wir direkt schon zum Chargen. Mutarion hier rein. Das ist ein 11er Charge. Gar kein Problem. Kein Problem. Nee. CP. Oder nicht? CP. Also, ja, für was braucht man den jetzt noch, ne? Eine 9. Reicht nicht. Aber ist wie es ist. Gut. Der Panzer hier rein. Ja. Passt. Na 7. Passt. Dann machen wir natürlich hier noch einen Tankshock. Musst du dir jetzt, glaube ich, ein Charaktermodell aussuchen, auf das du das machst, ne? Ja. Und ich gebe den 1 CP aus für den ich habe. Das ist das erste Strategem in dem Buch und das ist eigentlich das Schwächste, aber ich habe einen 5er Phenopain Immortal Wounds machen. Oh, und ich habe so viele Würfel, wie ich Toughness habe, ne? Ja. 11, ne? Oder hast du 12? Das ist nur 10. 10, okay. Wir nehmen den goldenen hier. Oh, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Das sind 5, ne? Ja. 5 Mobus. Da habe ich 2 bestanden, da verliere ich 3 Leben. Dann lebe ich noch. 3 Schaden. Wie viel Leben hat er? Noch 2. Oh, das heißt, es hätte genau gereicht. Gut, dann bin ich. Dann hast du irgendwo angegriffen, das mit deinem Panzer natürlich zuerst. Ne? Jawohl, der gute Plagueis-Crawler-Panzer im Nahkampf. Kein Treffer. Kein Treffer. Dann würde ich mit meinem sanguinischen Gardisten weitermachen und auf dein Full Blightspawn trotzdem hauen. Ja. 2 Treffer. Eine Runde mit DS2. Natürlich. Gut, dann darfst du wieder. Wir haben sonst nur bestehende Nahkämpfe ohne Fight First. Ganz kurz, hätte ich mit dem Feuer Blightspawn zuerst zuschlagen können, aber ist egal, weil der hat ja Fight First. Achso, ja, dann mach. Dann aber ist ja egal. Hier. Das sind 2 Treffer. Stärke 6 habe ich. Einmal war's. Safe. Gut. Ich würde sagen, Leute, wir erlösen euch. Wir machen eben diese Nahkämpfe, die relativ unwichtig sind, weil ich gleich auch nicht mehr so viel mache in meiner Runde. Erlösen wir uns und wir kommen dann nochmal zu meinem Kartenziehen wieder. Ja. So, du hast Sabotage gemacht am Ende des Spiels und du hast noch auserkorenes Ziel auf der Hand. Der sanguinische Gesetz hat ja noch 2 Leben und du hast gleich Fight First. Ich habe hier zurückfallen und schießen gespielt, zurückfallen und angreifen gespielt. Das ist mein House of Mormon Target und keine Gefangenen und Fokuspunkt errichten sind meine
meine, wie heißt es, Mission. Ich habe für Mephiston, glaube ich, keinen Battleshock gemacht, ne? Nee. Muss der machen. Ja. Macht er. Und deswegen geht er in deine Ausstellungszone und macht noch für die Demütigung einen Fußpunkt für 4 Punkte. Da bin ich zurückgefallen. Ja. Ist eigentlich total egal. Das ist dein Marker. Ich krieg den leider nicht. Ist wie es ist. Ich würde auch am liebsten noch hier den Typen da erschießen, den blöden Plague Boss Crawler. Auch das schaffe ich nicht, weil Mephiston lieber 4 Punkte macht. Immer, ich gehe hier rein in den Nahkampf. Mit einer 4 komme ich da ran. Ne? Ja. Ist gar kein Problem. Du darfst deine Fight First Attacken machen. Ja. Auf den natürlich alles auf den einzelnen Sanguinius. Gardisten. Gardisten. Ich kann auch nichts mehr anmachen. Der ist übrigens auch gebattleshockt. 3 Treffer. Ja, mit minus 1, genau. 2 Stück. Und war das? Safe. Es war. It was a valiant effort, wie man immer so schön hat. Möchtest du das noch würfeln? Ja. Okay, denn Dante möchte nochmal kämpfen. Out of moment. Ja. Einer nicht. Dreimal letal. Ja. Der haut einfach alles hier in die Out of moment Einheit. Ja. Genau, das war jetzt klar. Auf die 2 sind 7-mal mit minus 3. Wenn das für dich okay ist, würde ich das einfach zusammenwürfeln. Ja. Weg. Gerade so Paltuff hat's gemacht. Und die restliche sanguinische Garde haut jetzt auf den. Haut auf den und haut den tot. War ein gutes Spiel. Ich mache keine Gefangenen für 4. Ich mache den Fokuspunkt errichten für 4. Und halte nochmal 3 plus 5, 8 Punkte sekundär. Primär. Spielende. Wir kommen zur Punkteverzählung. Keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Wir haben das ja alles per Hand gemacht, weil keiner hat die App. Mein Handy ist immer noch nicht da. Gut, kleine Nachbesprechung. Leute, wir haben gezockt. Es war mir eine Freude, Dominik. Schön, dass du da warst. Gerne wieder. Wie ist es ausgegangen? Wolltest du verkünden? Ja, es ist 73 zu 60 ausgegangen für den guten René. Super. Geil. Es war aber auch ein harter Kampf, ne? Muss man so sagen. Ne? Wirklich 3 Runden so lang. Oh, und dann diese eine Runde mit dem Charge von meinen Sword Intercessors auf deine Einheit, die in der Mitte auf dem Marker stand, wo du kein Abwehrfeuer geben konntest, wo ich als erstes kämpfen durfte, und in der gleichen Runde sind deine Blightlords gestorben. Das war, glaube ich, ein bisschen so der Knackpunkt. Ne? Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand Dante mit der sanguinischen Garde mörderisch gut heute. Ne? Die haben alles, was sie angepackt haben, bis auf den Plague Boss Crawler mit 2 Lebenspunkten dagelassen oder so, haben die wirklich rasiert. Ne? Also ich muss es euch sagen, ich habe diesen Truss unterschätzt. Ich wusste, dass er ziemlich viel drauf hat, sobald ich mal ab und zu in deine Webboards reinschaue. Und deswegen wusste ich, dass der Trupp eigentlich gefährlich ist, aber ich habe den maßlos unterschätzt. Ich hätte nicht gesehen, dass du so einen Punch mit denen hast. Wahnsinn, ne? Ja. Und ich habe ja mit denen dann auch teilweise noch nicht mal Lanze gespielt, ne? Ja. Das kann ich ja auch noch anmachen oder so. Richtig geil, aber Man of the Match. Dominik, jetzt sag mal, die Death Guard, da waren auch ganz viele geile Modelle dabei, aber Mephiston ist einfach assi. Ja, also Mephiston war als bester Mann. Ja, der hat Plague Marines getötet, trotz Fight First und so, weil er das selber hat. Der hat ewig gegen Dämonenprinz gekämpft, den alleine aufgehalten sozusagen, bis Dante kam und ihn erlöst hat oder so, und hat zum Schluss nochmal 4 Siegpunkte geholt. Wie geil ist der denn bitte? Was wirklich gefällt hätte? Eigentlich hätte gefällt, dass du mit der Sanguinus-Garde in den Dämonenprinz reingecharged bist, dass er den einfach selber erschlägt. Richtig. Das wäre es noch gewesen. Das wäre es gewesen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, deine Plague Marine Einheit mit so vielen Nahkampfwaffen, mit Widerstand 5, deine ganze Fähigkeit mit minus 1 auf Trefferwurf und dann noch Fight First, das ist der Tod einer jeden gegnerischen Armee, wenn die auch in Nahkampf wollen. Ne? Ja. Auch gegen, ich denke gerade so, wenn ich ein Ork wäre, wenn ich ein World Eaters wäre. Das ist wirklich eine harte Nummer, du. Das hat mir ganz schön viel Kopfschmerzen bereitet. Du hast eine ganze Todeskompanie aufgeraucht.
sozusagen. Und ich brauchte mit Mephiston alles mögliche. Ich musste alles, alle Register ziehen, um einen Trupp zu töten. Ja. Ne? Und der andere Trupp, den habe ich nur tot gekriegt wegen einem 30 Punkte einmal im Spiel Enhancement. Das musst du also. Und die sind trotzdem auch jetzt alle tot, die Assault Interceptor. Also ich habe wirklich bis aufs Blut alle meine Ressourcen gebraucht. Ich hatte zum Schluss noch Dante und ein paar sanguinische Gardisten, mehr waren nicht mehr. Charaktermodell hier und da, Ende. So, danke fürs Zugucken, liebe Leute. Danke, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Schönen Dank an die Kanalmitglieder, sag ich immer noch. Dakar TV. Ciao. Tschüss.